So, Hallöchen. Willkommen mal zu einem ganz anderen. Also immer hier, hallo. Willkommen mal zu einem ganz anderen Video heute. Ja, heute. Seit 300 Jahren gefühlt. Ja, und damit heute willkommen zu einem neuen Video. Mal der ganz anderen Art. Und zwar habe ich. Ja, habe ich seit lange. Oder seit ein paar Wochen. Ja, Wochen. Sagen wir mal, ein, zwei Wochen habe ich jetzt angefangen. So PCs, naja, ich habe einen gekauft, das ist dieser hier. Ein wunderschöner 2007er PC mit einem Intel 2 Quad drin. Intel 2 Quad? Oder Intel Duo Quad? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, klar, ist nicht gerade das Geilste, ne? Aber, naja, geschenkt. Ja, okay, geschenkt ist er nicht, aber. Ich habe innerhalb dieser 2 Wochen schon sehr viel gelernt, sag ich mal so. Ja, und dann seitdem bin ich so, ne, ich habe das Basteln macht hier Spaß. Ich habe hier so ein Notfallsystem oder, naja, Notfallsystem nicht, sondern eher so halt einfach Bildschirm, Tastatur und so weiter. Das, was ich jetzt hier habe. Um so gucken, ob man mit diesen PCs irgendwas angefangen kann. Weil wenn ich einen Zwanni für den, oder okay, für den vielleicht schon mehr, ne, bekomme. Dann ist das ja auch schon gut. Ne? So, ich kann ja mal hier hin auf den Spiegel. So, da bin ich. Hallo, ich nehme mit einem Handy auf. Deswegen bitte entschuldigt das Ruckeln und oder jegliche Soundqualität, die nicht gut ist. Und naja, wie gesagt, der PC, der hat 20 Euro gekostet. War auch der erste, den ich gekauft oder den ich überhaupt irgendwie geholt habe. Und ich muss sagen, ich hatte irgendwie erwartet, dass da wirklich nur Scheiße drin ist. Aber bis jetzt, hier haben wir eine GT 9800, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, mit einem halben oder einem ganzen Gigabyte Speicher. Ich weiß nicht mehr. Ich habe aber nicht mehr. Ich muss ihn nochmal anmachen. Der hat auch 4 RAM-Slots. Das heißt 6 GB RAM drin. Sieht man jetzt nicht so gut. Ne? Hier sind zwei von Hyper. Ne, hier habe ich ja sogar noch die anderen Bänke. HyperX, DDR2 RAM. Ne? Aber diese hier, die sind von einem anderen PC. Die sind nur leider. Hier sieht man es, glaube ich. Das sind 512 Megabyte, wenn ich mich nicht irre. Die funktionieren leider nicht, oder zumindest funktionieren sie nicht in irgendeinem der PCs hier. Und dann habe ich halt hier, ne? Das ist hier mein uralter PC, den ich glaube ich seitdem ich 10 oder 12 bin, habe. Das ist ein alter, der hat glaube ich einen Athlon. Nee. Oh, ich weiß gar nicht, ich muss noch mal gucken, ne? Den will ich auch nie, glaube ich auch nie verkaufen, weil da. Das ist so, den will ich zum Retro-PC machen, da ich jetzt ein paar Soundkarten habe, wird der auch mal wieder ins Leben kommen, weil die Soundkarte, die drauf ist, ist scheiße. Den hier habe ich jemandem verschenkt, der hatte, also da kann ich auch noch, wenn Interesse da ist, wenn ihr mal ein interessantes Video, also ein intensiveres Video dazu haben wollt, kann ich gerne machen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, auf eBay immer so geguckt, wer was verschenkt und jetzt habe ich hier diese beiden Pakete oder diese beiden Kartons abgeholt. Ja, jemand hat bei mir sich gedacht, holen wir mal, verschenke ich einfach mal alles, was ich an Technikzeug so habe, für eine Tüte Chips, ne? Habe ich natürlich eine Tüte Funny Frisch Chips geholt und dann habe ich auch schon reingeguckt, so ein, zwei Sachen, aber ich wollte die dann hier jetzt im Video auseinanderpacken. Wie gesagt, ich habe kein Stativ, ich muss es mit einer Hand machen, ne? So wie sonst immer. Und dann zeige ich erstmal hier. Das habe ich schon gefunden. Das war schon oben drauf. Das war eigentlich hier drin. Ich habe es jetzt hier reingelegt, weil die Kisten sind ein bisschen schwer. Und zwar haben wir hier ein 460 Watt Netzteil, glaube ich. Ja, wenn es jetzt auch noch in der richtigen Richtung wäre, könnte ich es halt eben ablesen. 460 Watt, ja. Und die Lampe reflektiert aber ganz schön hier. Und das ist halt nagelneu. Hier ist kein Staub, ne? Also, wenn man hier guckt, kein Staub, kein gar nichts. Alles doch super gesleeved hier. Gesleeved. Gehalten. Pack ich mal hier hin. Ja, da haben wir schon mal ein Netzteil umsonst bekommen. Und in dieser Kiste habe ich geguckt, hier sind größtenteils Router, wenn ich mich nicht irre. Hier ist das auch noch. Hier ist so ein, ja, ein ganz altes Telekom. Hier steht auch noch. Hier steht noch. Telenet, ne? T-Net. Ich weiß nicht, von welchem Jahr die sind. Wahrscheinlich 2002, 3. War schon vergilbt. Und wenn man vergilbt ist, dann ist es eigentlich uralt. Soweit ich weiß.
Diese Kiste, die habe ich ja eigentlich auch schon. Ah ja, ne, das war ja sehr interessant eigentlich. Wo ich mich fragte, Alter, wer kauft denn sowas? Und jetzt gehe ich mich auf den Tisch hin und drehe mich mal kurz mit diesem wunderschönen Stuhl, den ich habe. Boah, ich hasse Handyvideos. Also, ihr tut mir leid an alle, die was haben, Alter. Die das hier schauen. Wenn ich das nicht super gut schneide, dann. Dann wird das wahrscheinlich scheiße sein. Dann haben wir hier ein. Und ich habe irgendwas auf den Boden geworfen. Da haben wir hier ein Luxus-Mauspad. Und dann dachte ich so, hä, was ist denn das denn? Das ist aus Edelstahl. Und, guck mal, das ist eingetütet, ne? Und ich dachte mir halt so, hier sogar mit so einem, wie heißt es, mit einem Mikrofasertuch und so in irgendwelchen komischen Tabletten. Da steht was drauf von 3M, ich weiß nicht, oder was auch immer das ist. Also kann auch sein, dass man damit... Dass das so kleine, die drückt man aus und dann kann man das hier so machen. Und es ist aus purem Edelstahl. Also es ist jetzt, ich dachte eigentlich am Anfang, das wäre so ein, wie soll ich sagen, so metallisch biegbar, weißt du? Es ist auch wirklich einfach nur eine Edelstahlplatte. Ich meine, ja gut, ne? Also hier steht auch noch was drauf. Das kann ich jetzt, es ist auf Kopf. CSD, the Expert IT System oder sowas. Kann ich jetzt zurzeit nicht viel mit anfangen. Ich meine, okay, ich hätte dann hier für die Maus da, ne, das ist eine richtig schöne Maus, die will ich nie wieder nutzen eigentlich, mit der Tastatur. Ne, die könnte ich eigentlich hier benutzen, vielleicht werde ich das auch machen, aber ich habe irgendwie Angst, wenn das mir hier runterfällt und mir auf den Fuß fällt, dann ist der C ab, ne. Das Ding wiegt 2-3 Kilo, das ist, also ich glaube, du kannst das Ding lieber als Waffe benutzen, als... Aber die Box ist eigentlich ganz cool, also muss ich sagen. Hier steht aber auch nichts anderes drauf, glaube ich. Nö. Ist halt... Naja, ich fand es witzig. So, dann haben wir hier eigentlich, wie gesagt, nur Router drin. Hier von Fritzbox, Versatel. Dann ein Splitter. Also diese hier haben Splitter drin. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich nur für uralte Systeme sind. Für uralte Boxen. Hier, Routerboxen, weil hier steht so eine Anleitung, das ist hier, ne, hier, willkommen, NT-Split, Standard-NT mit integrierter, bla bla bla, schien alles drin, weil ich persönlich hätte sehr gerne einen Splitter, aber guck dir das Ding an, ey, heutzutage hast du einfach nur, wenn du dir dein LAN splittest, hast du eigentlich nur so ein ganz kleines Teil, das packst du einfach irgendwo hinterm PC oder hinter, ne, oder dahin, wo du halt eben das Ding gesplittet haben willst. Und dann hat sich das, ne? Na, ich mach das wieder zu. Davon habe ich auch irgendwie hier drei Teile bekommen. War halt, naja, ich weiß nicht, ob ich die verkaufen werde oder so. Die haben wir noch, hier wir sind eine Büchse fürs DSL, ne? Und, hier ist noch eine CD von I am the Sys Series. AS18, Version 1.0. Ja gut, ich AS Airwalk. Wahrscheinlich war das dann für ein Mainboard oder für Grafikkarten, ich weiß nicht. Also ich habe hier die CD jetzt. Die packe ich mal einfach hier auf den Tisch. Benutzerfreundliche Bedienung, ja. Ja, ist halt Telekom. Und hier haben wir, Alter, ich will es eigentlich wegschmeißen, aber ich weiß nicht, ob das... Das ist doch wirklich, das ist vergilbt, also das ist, Leute, uraltes Modem, uralter Router, und so vergilbt wie das ist, boah, will ich es eigentlich nicht anfassen weiter. So, und dann haben wir eigentlich nur noch Router hier drin. Das Interessanteste ist eigentlich das hier, und zwar, also natürlich ist hier nichts Atemberaubendes drin, aber, ah ja genau, hier drin, hier sind immer schon ein paar Tastaturen oder hinten eine Maus und so, aber da drin war auch noch das hier, und zwar eine alte Soundkarte bekommen, ne, mit dem, Controlleranschluss für alte, Controller. Sieht halt gut aus, und dann ist hier so ein Kabel, und ich habe keine Ahnung, ob das einfach ein Zusatzkabel ist fürs Mainboard oder ein Stromkabel, oder ob ich dafür wirklich jetzt noch, oder ob hier ein Kühler drauf lag oder irgendwas, aber so staubig ist es, dass ich das wohl nicht so glaube, dass da ein Kühler drauf war. Dann haben wir hier noch eine Grafikkarte, und zwar ist das hier ein
Ja, ich habe eigentlich genau das eingegeben, was hier hinten drauf stand. Und zwar Windfast A66600 GT. Dachte ich, es wäre vielleicht eine Nvidia GT, aber nee, die Grafikkarte heißt wirklich Windfast. Also ich glaube, das ist wirklich dann so eine Eigenmarke. Steht auch hier, hier stand auch irgendwo Made in Singapur oder. Nee, warte nicht hier. Ja, hat halt 128 Megabyte Speicher. Der braucht sogar noch einen Stromanschluss, wie es scheint. Wahrscheinlich für den Lüfter hier. Boah, der ist ganz schön groß. Wenn man sich das genau anguckt. Aber sonst so kaum verstaubt. Eigentlich in sehr gutem Zustand. Also finde ich. Ich müsste nochmal einstecken und gucken, ob die funktioniert. Aber eigentlich schön, wenn man dann so ein altes System sich anbaut. Ich habe noch ein paar alte Boards hier. Ich brauche nur ein paar PC-Gehäuse. Und ja, wenn wir hier reingucken, dann sehen wir hier noch irgendwas vom Telefon. Wie gesagt, der Typ hat mir gesagt, dass. Nee, das ist doch nicht von Telefon, oder? Tevion? Vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch. Genau, habe ich mich auch gewundert, was das hier ist. Weil ich dachte erstmal, es wäre hier Teil der Soundkarte da hinten. Aber ich glaube nicht, dass eine Soundkarte einen Kühler braucht. Hier ist nämlich ein ganz kleiner Kühlkörper. Mit einem Adapterkabel, wie es scheint. Und den Anschluss hier. Und den habe ich jetzt erstmal. Den habe ich einmal rausgeholt. Ein bisschen sauber gemacht, weil der war voll mit Staub. Aber ich glaube, der ist jetzt wieder voll mit Staub, weil die Tüte habe ich nicht sauber gemacht. Staubig ich bin. Keine Ahnung, was man damit macht. Aber machen kann. So, dann haben wir hier eigentlich einen ganzen Haufen. Warte, ich gucke es mal raus, man sieht es eh nicht. Wenn ich jetzt mit der Kamera hier reinhalte, ist es dunkel. Weil ich einen riesen Schatten. Ja, okay, ich zeig's einfach so. Hier haben wir dann hier ein paar RAM-Riegel. Sind dann eben alle DDR1 RAM, ne? Komm, Autofokus. Na, wie gesagt, sind halt, ja, hier sieht man ein bisschen DDR1 RAM, DDR RAM, alles so halber Gigabyte bis 252 oder so was. Ne, der hier ist sogar, der obere hier ist sogar 128 Megabyte, sehe ich gerade. Und der hier in meiner Hand, keine Ahnung, was das für ein was für ein RAM eigentlich ist, weil der sieht jetzt anders aus. Ist das vielleicht Server RAM? Hyundai Korea. 128 Megabyte. Keine Ahnung, ob das Server-RAM ist, weil hier die Anschlüsse doch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit den ganz alten Sachen noch nicht so gut aus. Aber ich finde es sehr interessant zu sehen, was für einen Sprung man früher. Hier sind noch mehr RAM. Aber wie gesagt, ich habe dann hier irgendwie so 6, 7, 8 Riegel. Hier sind noch welche verborgen. Naja, dann haben wir noch hier. Was ist das überhaupt? Ist das ein LAN? Ist das ein LAN-Kabel? Oh mein Gott. Das kann ich ja sogar noch gebrauchen. Das ist das Schöne. Also wenn der Splitter funktionieren sollte, ich weiß ja nicht. Ja gut, ne? Sieht halt gut erhalten aus. Ne? Ist halt ein bisschen staubig, aber das kann man alles mit einem Pinsel glauben. Und dann haben wir hier sogar eine Maus. Ist das eine Maus mit Kugeln? Ah, leider nicht. Ja, schade. Aber, boah, die ist so staubig. Ich mache hier mal mit dem Finger drüber. Boah, Alter. Aber ist eine Lasermaus, wie es scheint, von Microsoft. Ja. Hat hier sogar, warte, ich gehe mal. Ja, da. Aber der hat hier hinten so noch so einen Empfänger und ist USB betrieben. Betrieben. Eine USB-Maus. Die kann ich natürlich auch noch benutzen, weil die Maus, die ich hier auf dem PC habe oder am Schreibtisch habe, ist halt nicht so gut. Und hier scheint ein USB-Ladeschluss oder was ist das? Nee, das hier ist ein DVEAC-Adapter, ne? Also einfach nur ein Stromanschluss oder was ist das? Ach, okay, das gehört alles zusammen. Okay, das ist interessant. Ich weiß nicht, was das ist. Hat einen USB-Anschluss. Also scheint es vielleicht doch irgendwie, Tevion. Wir werden mal sehen, was Tevion zu tun hat. So, und so geht hier nur die RAM-Dinger rein. Und ich weiß nicht, ob die funktionieren. Man sollte RAM ja nicht so zusammenlegen, wie er hier liegt. Ich werde den PC hier einfach irgendwann mal. Ich wollte gerne, also den hier eh zum Laufen bringen. Ich glaube, der hat nur DDR1 RAM, also könnte ein paar Riegel hier gut gebrauchen. Ich weiß nicht mal, ob er noch vier RAM-Slots hatte oder zwei. Werden wir sehen. So, das packen wir einfach mal da hinten in die Ecke, ne? So, dann sehen wir hier, was hier drin ist. Ich werde das so witzig schneiden müssen, ne? Yeah, baby, you can do it! Oh, witzig, einfach so viel. Und dann das erste, was mir in den Blick gerade ist diese schwere IBM-Tastatur. Und die erinnert mich noch an den Zeiten, wo wir noch einen sehr, 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 sehr alten PC hatten. Da hat man, glaube ich, auch so eine. Weil die ist schon wirklich schwer. Also ich muss
ich muss sagen, also für eine Tastatur wiegt die ganz schön viel. Und dann, am Anfang dachte ich halt eben, oh, cool, die sieht ja modern aus, weil ich meine, das sieht halt eben nicht schlecht aus. Ne? Ist schön schwarz, ist nicht dieses normale, typische Weiß, was man hat, aber hat halt auch noch diese analogen Anschlüsse. Naja, auf jeden Fall hat sich das hier dann erledigt für mich. Ich werde den aber mal sauber machen und irgendwo einlagern, weil so eine Tastatur ist eigentlich immer noch schön zu haben. Wäre vielleicht was für den alten PC hier. Dann habe ich diese Tastatur gesehen und dachte erstmal so, oh, ist nicht gerade schön, ne? Aber hat halt alle Tasten, die man so braucht. Und ist halt von, was ist das? Type Typhon. Und zwar kabellos. Deswegen habe ich gehofft, oder ich hoffe halt immer noch, ich habe es ja noch nicht gefunden, dass hier irgendwo ein Empfänger oder ein USB-Stick ist, weil eine kabellose Tastatur wäre halt eben wirklich schön. Und ich habe den Chaos-Salat halt eben nicht mit dem, wenn ich die anderen PCs anschließe. Naja, nur die hier braucht aber dann auch Batterien und das wird mein Kryptonit sein. Dann haben wir hier hinten noch Mäuse gesehen und die eine ist von Tevion. Oh, da hat sich glaube ich da schon erklärt, für was die ist die wahrscheinlich. Dann für. Boah, da guckt euch diesen Staub da an. Ich will da eigentlich gar nicht mal rüberrollen. Boah, ist das. Schade, dass er nicht so gut autofokussen kann. Vielleicht jetzt? Nee, kann er nicht. Naja, sieht halt eben noch relativ gut aus. Wahrscheinlich, ich muss mal wirklich den ganzen. Oh, er hat sogar. Oh, sehe ich jetzt erst. Der hat hier sogar an der Seite Knöpfe. Ich gehe davon aus, dass der dann hier mit dem. Oder waren das nicht die gleichen? Mal gucken. Ja, das ist Tevion und das ist auch Tevion. Wahrscheinlich kann man dann damit. Ja, vielleicht kann man den dann hier sogar laden, weil der hat hier. Ja! Oh, das wäre nur noch cool. Den kann man hier reinstellen. Oh, ja. Und dann sehr wahrscheinlich so halt laden oder einfach benutzen können. Ne? Sieht nicht schlecht aus. Wenn wir mal gucken, ob das auch funktioniert. Vielleicht in einem anderen Videos. So, dann habe ich das hier gesehen. Das habe ich noch nicht aufgemacht, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das vielleicht die Tastatur hier ist. Aber das hier scheint eine andere zu sein. Die ist auch ganz schön schwer. Da gehen wir mal auf den Tisch hin, weil das, ne, ist halt der Auspacktisch sozusagen. Aber vielleicht zeige ich erstmal, was hier drauf steht. Ne? Unit K, ne? Windows XP 2098 Mi und NT. Das war noch Zeit. Ne? Hier sogar noch mit dem Windows 98 oder 2000. Ich glaube 98, ne? 2000 hatte schon wieder ein anderes Logo. Dann steht Internet Multimedia Keyboard mit USB PS2. Ich weiß nicht, ob PS2 sieht aus, wenn es kabellos wäre. Es wäre natürlich schön, wenn es kabellos wäre. Wie gesagt, kabellos ist halt eben sehr angenehm für mich. High Quality Economic Solution. Main Feature Special Design for Windows ME. No Drive Program Needed. Compatible with Windows XP. Ja, hat ein paar Sachen. Hier steht. Ne, aber hier Port-Definition, PS2-Port ist dann wohl, steht jetzt hier, ist dann auch analog. Ne? Aber ist schön, dass man sowas mal, also ich habe, wie gesagt, sowas kenne ich nur von ganz, ganz früher, wo meine Eltern vielleicht noch an so einer Tastatur rumliegen hatten. Mit Verpackung vielleicht gerade so. Ich will das jetzt aufmachen. So. Dann hat man dann halt eben nur gesehen, wie. Oh, so eine ist! Ist aber nicht die, die da drin ist. Okay, das ist schon. Das ist geil. Also, natürlich ist das nicht geil. Also, es sieht nicht geil aus, aber. Oh, cool. Also, ich fahre auf solche alten Tastaturen sehr ab. Die ist so vergilbt. Die werde ich hart sauber machen müssen. Ah, aber das ist so schön. Also, da habe ich was für den PC hier hinten halt. Die kann ich im Wohnzimmer stellen dann. Boah, ist das. Hier sind noch Batterien. Sind das Batterien? Nee. Was ist das? Hier sind die angeklebt oder was ist das? Sehen aus wie Knopfbatterien. Ja, hier, Alter, das ist aber eine alte Tastatur. Steht auch nirgendwo ein Modellname drauf? Ich pack den mal aus. Was sieht. Also, ich kann. So eine Tastatur hatten wir früher sogar noch. Und zwar, oder ich jetzt sogar, auf meinem alten Windows 98-Rechner mit einem Röhrenmonitor. Das war noch sein. Ja, genauso vergilbt halt, ne? Gleichen Tasten. Ach ja, das war noch schön. So, dann haben wir hier. Ach sogar, die Dinger hier. Das war immer schlimm, wenn hier das kaputt gebrochen ist. Hier steht sogar noch, ich drehe die mal um.
Mitsumi Keyboards, die kenne ich sogar. Mitsumi, ja, die kenne ich sogar. Unit, Model, was steht hier? Ich lese mal. KPQ E99ZC13. Made in Malaysia. Das sieht halt so ungefähr aus. Ich hoffe, dass ich alles hier mit der Kamera auch mitkriege, weil mein Arm fällt gleich ab. Hier liegt eine Diskette. Hier liegt sogar eine Diskette. Das ist... Okay, das ist wirklich schön. Keyboard Hotkey Driver for Windows 98. Put a Swiss into floppy disk drive and double-click setbacks in the drive A. And the following steps are according to the system guideline. Restart the computer to take effect. Okay, das ist wirklich noch... Sowas, die hat man halt eben, ne? Wer es nicht kennt, was eine Floppy Disk ist, die hat man früher, hier, das kann ich ja mal zeigen an dem PC. Der hier hat das noch, das sieht man hier. Hier, so, dann hat man die Floppy Disk hier. Passt die auch da rein, ist die Frage, ja, ne? Hat man die hier halt so reingesteckt. Ich glaube, auf so einer hat halt, das sind noch die neueren, es gibt auch die in Riesenformat, also ich glaube, da haben vielleicht, ich hatte ja 1 Megabyte oder 8, ne, weniger. Wie viel haben wir? Ich weiß, auf den ganz großen waren so 100, 120 KB. Da konnte man dann sein Buch, sondern halt eben, was man geschrieben hat, darauf raufspeichern. Also ganz kleine Programme. Ich weiß noch, auf einer Diskette waren. Nee, da müssten sogar Megabyte draufpacken. Aber ich weiß noch, bei einem Freund früher, von meinen Eltern, der hatte eine Diskette gehabt. Da konnte man auch noch so einige. Da war auch noch Morgun drauf und sowas. So ein paar Spielchen. Oder ein Spiel pro Diskette, soweit ich mich erinnern kann. Das ist ja, schon schön. Ich sehe ja auch, der hat hier, da unten ist der Anschluss, noch einen kleinen Port. Es gibt ja diese ganz großen Anschlüsse noch. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Und dafür muss man meistens einen Adapter einfach haben, weil die einfach zu groß sind, um dass man sich da irgendwie rum kümmern kann. Ich mache den jetzt wieder halbwegs zu. Aber das war jetzt eine schöne Überraschung, finde ich. Weil ich hatte mich schon gewundert, warum ist denn hier so eine gelbe Linie, wenn das hier so, ne? Aber, und warum ist sie so schwer? Weil es ist wirklich, wie bei der IBM, ist das eine schwere Tastatur. So, wenn man jetzt hier reinguckt, sieht man halt eben sehr, sehr, sehr viel Kabelsalat, den ich halt entwirren muss. Und ich sehe hier schon mal Typhon, ein Wireless Receiver. Und ich glaube, der ist dann für die Tastatur und für die andere Maus, die ich von Typhon hier gefunden habe, die habe ich auch gar nicht gezeigt, hat halt auch hier Knöpfe an den Seiten. Ich weiß nicht, wann das so beliebt war, die an den Seiten zu haben. Hier steht sogar drauf. Ne, hier der Receiver, dann hier die Maus anmachen, die Tastatur anmachen oder auf den Knopf hier drücken. Und dann hat sich das. So, diesen Kabelsalat hier werde ich wahrscheinlich gleich auch auseinanderbauen müssen, weil ich habe hier so ein, zwei interessante Sachen gesehen. Mein Gott. Zum Beispiel von Microsoft hier einen Joystick. Ne, hier steht Microsoft drauf. So einen habe ich auch nur früher gesehen und der scheint auch zu funktionieren. Zumindest alle Knöpfe. Ich muss ihn halt sehen, wie der funktioniert, sobald er halt eben angeschlossen ist. Und passend dazu ist hier auch noch ein von Microsoft. Ah, das muss ich mal gucken. Ein Gamepad mit Game Adapter, mit dem Adapterkabel. Und halt eben den jeweiligen Tasten. Den werde ich aber auch noch sauber machen müssen, wahrscheinlich. So dreckig ist der leider nicht. Ist er zum Glück nicht. Dann habe ich hier noch. Was ist das hier? Hier ist ein Headset. Das ist aber auch noch voll eingewickelt. Also hier wird sehr viel Spaß gleich sein. Ich sehe noch einen Anschluss hier zum Analoganschluss, wahrscheinlich für eine Maus, weil ich höre immer wieder, wenn ich hier rumwacke, ein Klickern. Hier sehe ich, was ist das denn? Eine Webcam? Hey, wie gut ist die? Nicht so gut wahrscheinlich. 6. Da steht da 800, aber ich gucke mal, ob ich die richtig hier rauskriege. Hier steht drauf, auf der Linse 800. Ne. 640x480. VGA USB Webcam. Naja, da kann man mal gucken, ne? Ob man hier irgendwas mit anfangen kann. Oder scheint auch eine normale Kamera zu sein, vielleicht sogar. Man hat hier sogar noch ein Durchguckloch, wie ich es nenne. Naja, sieht interessant aus. Haben hier noch ein paar Kabel. Was ist das hier? Ach, Hypephone Adapter einfach.
Hier sind noch ein paar USB-Dinger. Hier haben wir noch mehrere Kabel. Was ist das hier? Oh. Da haben wir ein Mikrofon. Mal sehen. Vielleicht. On, off. Kommandant 005. Naja, dann habe ich schon mal ein Mikrofon für den PC hier. Auch wenn er wahrscheinlich nicht so geil klingt. Man sieht hier unten. Boah, Alter. Was für ein PC. Und zwar ein Multipanel. Den könnte ich halt eben irgendwo dran basteln. Vielleicht an einem ganz alten PC. Oder na, muss man gucken. Ne? Der belegt so einen Slot. Da könnte hier eigentlich super reinpassen. Vielleicht sogar ganz oben. Obwohl ich werde ganz oben wahrscheinlich das DVD-Laufwerk reinpacken. Da hätte ich schon mal einen Bereich hier abgedeckt. Naja, könnte man machen. Was ist das hier? Ich gucke jetzt einfach in den großen Teilen. Oh, das ist auch ein Anschlusskabel. Also ein Adapter. Netzwerkstecker. Adapter, wie auch immer. Haben wir noch ein heißt das SATA-Kabel sind das nicht. Das sind hier die ganz alten. Steht bestimmt drauf. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Hier für die Festplatten, ne? Naja. Sieht halt. Ich finde dieses Cover hier, das erinnert mich auch wieder an den ganz alten PC. Finde ich nicht so cool, aber. Naja, wenn es robuster ist, ne? Dann haben wir noch. Da hinten liegen noch ein paar Laufwerke. Ich guck mal kurz, was genau das für eins ist. Ein DVD-Laufwerk. Kann man damit auch brennen? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist sogar noch relativ alt. Hier haben wir sogar noch die Vorspulen-Taste und das kleine Lautsprecherregler da. Das ist irgendwie auch noch früher, wo man dann. Hier steht noch D16 Megabyte. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Schreibgeschwindigkeit, Lesegeschwindigkeit ist oder so. Oh, die hat auch noch die alten Anschlüsse. Da wäre ich wahrscheinlich in keinen, ja, nur auf den ganz alten PC was machen können. Und ich habe noch eine Minute Zeit zu reden. Deswegen werde ich wahrscheinlich das hier alles dann mal irgendwann mal. Hier haben wir noch eine USB-Verlängerung, wie es scheint. Guck mal, die dreht sich so. Okay, die dreht sich jetzt nicht. Aber man kann das so eindrehen und dann hat man ein Verlängerungskabel sozusagen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist erstmal das Video. Schreibt mir, was euch interessiert hat. Ich werde das jetzt hier alles auseinanderfummeln und dann sehen, was ich daraus mache. Wenn euch das interessiert, vielleicht könnte ich ja die ganzen Controller bei dem PC hier anbasteln. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Ne? Tschüss.